Hi, Potenzen mit ganzzahligen Exponenten. Schauen wir uns die mal der Reihe nach an. Ich denke, Potenzen mit natürlichen Exponenten kennst du seit der 5. Klasse. 5 hoch 3, ja, nicht zu verwechseln mit 5 mal 3, bedeutet eben 5 mal 5 mal 5, ausgerechnet 125. Manchen fällt es dann schon schwer einzuschätzen, was 5 hoch 1 ist, aber das bedeutet praktisch, dass nur eine 5 dasteht. Das ist also dann gleich 5. Und noch häufiger wird 5 hoch 0 falsch interpretiert. Das ist einfach festgelegt durch eine Definition. Irgendeine Zahl hoch 0 ist immer 1. Das wurde so definiert und das ist auch sinnvoll so. Es gibt eine einzige Ausnahme, nämlich 0 hoch 0. Das ist überhaupt nicht erlaubt. Also das ist gar nicht definiert. Ja, und jetzt kommt vielleicht das Neue für dich. Wie ist es denn jetzt bei negativen Exponenten? Also vielleicht nochmal zu den Begriffen. Bei einer Potenz nennt man das hier die Grundzahl oder Basis. Also 5 ist hier die Basis und die obere Zahl ist eben die Hochzahl oder der Exponent. Wie ist das also jetzt bei negativen Exponenten? 5 hoch minus 1 bedeutet einfach 1 durch 5. Also man könnte sagen, irgendeine Zahl hoch minus 1 bedeutet einfach, dass du diese Zahl durch 1 teilst. Und präg dir bei der Gelegenheit vielleicht gleich mal ein, wenn du jetzt irgendeinen Bruch hast, 2 Drittel zum Beispiel hoch minus 1, dann geht es nach demselben Prinzip. Also wenn man es ausführlich macht, dann wäre das 1 durch 2 Drittel. Und jetzt weißt du wahrscheinlich, wenn ich 1 durch einen Bruch teile, dann kommt der Kehrbruch heraus, dann kommt also 3 halbe heraus. Bekommt man auch raus, wenn man ja einfach mit den Regeln für das Teilen von Brüchen arbeitet. Also merkt ihr einfach, wenn du einen Bruch hoch minus 1 ausdrücken oder anders ausdrücken sollst, dann nimm einfach den Kehrbruch. So, was ist dann logischerweise 5 hoch minus 2? Ja, das ist nicht nur 1 durch 5, sondern das ist 1 durch 5 Quadrat. Ja, und damit ein 25stel. Ja, und häufig hat man es mit Zehnerpotenzen zu tun. Und auch bei den kommenden Aufgaben geht es also eigentlich nur noch um Zehnerpotenzen. Drum zur Einstimmung. 10 hoch minus 3 nach der Regel von eben ist 1 durch 10 hoch 3. 10 hoch 3 ist 1000, also ein Tausendstel. Und das ist ja bekanntlich 0,001. Ja, zum Vergleich vielleicht mal Folgendes. 10 hoch 3, also plus 3. Das weißt du ja vielleicht auch von früheren Klassen. 10 hoch irgendeine Zahl, da gibt dieser Exponent an, wie viele Nullen hinter der 1 stehen. Also das ist, weiß jeder Fünftklässler, 1 mit 3 Nullen dahinter, weil hier eine 3 steht. Wenn wir es mal vergleichen, könnte man Folgendes sagen. Wenn man von der 1 ausgeht, von der Zahl 1, dann wurde hier das Komma um 3 Stellen nach links verschoben. Minus 3 bedeutet also offenbar Verschiebung des Kommas nach links, in dem Fall um 3 Stellen. Hier wurde das Komma von der 1 ausgehend um 1, 2, 3 Stellen nach rechts verschoben. Ja, und das ist die Regel, die du dir merkst. Bei Zehnerpotenzen sagt der Exponent, um wie viele Stellen das Komma nach links, nämlich im negativen Fall, oder nach rechts im positiven Fall verschoben wird. Und wenn du jetzt so eine Zahl hier hast, das hier nennt man Normdarstellung einer Zahl. Das kennst du vielleicht vom Taschenrechner. Der braucht nämlich für sehr große oder auch für sehr kleine Zahlen, die er gar nicht mehr in sein Display normalerweise bekäme, braucht er irgendeine andere Form der Darstellung. Und das ist die sogenannte Normdarstellung. Die sieht immer so aus, dass man vor dem Komma eine Ziffer hat, und zwar von 1 bis 9, und dahinter eben dann eine begrenzte Anzahl von Stellen. Und dann wird es mit einer Zehnerpotenz multipliziert. Und wir schauen uns gerade mal an, wie groß diese Zahl in Wirklichkeit ist, wenn ich es nicht in dieser Normdarstellung schreibe, sondern ausgeschrieben. 10 hoch 11, haben wir gerade gesagt, bedeutet, dass das Komma um 11 Stellen nach rechts verschoben wird. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und dann fehlen noch 8, 9, 10, 11, also fehlen noch 4 Nullen. Ausgeschrieben sieht die Zahl also so aus.
3, 7, 4, 5, 2 und dann fehlen noch 4 Nuller. 1, 2, 3, 4. Ja, kannst gerne nochmal die Probe machen. Das Komma stand ursprünglich hier und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Also habe ich diese 11 Stellen hier nach rechts gerückt. Und ja, ausgesprochen ist das 516 Milliarden 374 Millionen 25.000, also eine ziemlich große Zahl, die gar nicht Platz hätte in deinem Taschenrechner. Und darum wird der das immer in dieser Art und Weise dann in dieser Normdarstellung schreiben. Hier also jetzt ein Taschenrechner, der insgesamt 8 Stellen zur Verfügung hat. Bei deinem Taschenrechner, der vielleicht ein größeres Display, also mehr Stellen zur Verfügung hat, könnte diese sogenannte Mantisse, das ist nämlich diese Zahl vor der Zehnerpotenz, auch länger sein. Machen wir es mal mit einer negativen, mit einem negativen Exponenten. Also das bedeutet ja Komma um 4 Stellen nach links verschieben. Dann habe ich 0,000981. Also auch bei sehr kleinen Zahlen, so wie hier, ist es empfehlenswert, die in der Normdarstellung anzugeben. Machen wir nochmal die Probe. Wenn ich das Komma, das ja ursprünglich nach der 9 stand, um 4 Stellen, 1, 2, 3, 4 nach links verschiebe, dann kommt die Zahl raus. Das passt. Ja, oft sind die Aufgaben so, dass du von einer sehr kleinen oder sehr großen Zahl ausgehend die Normdarstellung dann umwandeln sollst in die Normdarstellung. Und das machen wir jetzt mal. Also Normdarstellung beginnt immer mit einer Ziffer von 1 bis 9. Also muss das hier mit der 1 losgehen. Dann wäre das 1,003. Also wirklich immer Ziffer und danach gleich das Komma. Das bedeutet Normdarstellung. Das ist die Mantisse. Und jetzt muss ich noch die passende Zehnerpotenz dahinter schreiben. Was würdest du sagen? Muss da jetzt ein positiver oder muss da ein negativer Exponent hin? Schauen wir uns mal an. Wenn man jetzt von der Seite, also von rechts nach links rechnen möchte, dann wird ja das Komma nach links verschoben. Ja? Also brauche ich hier auf jeden Fall eine negative Zahl. Und um wie viele Stellen wurde nach links verschoben? Um 1, 2, 3, 4, 5. Also mal 10 hoch minus 5. Und hier die Normdarstellung, da kommt das Komma nach der ersten 3, also 3,290105 mal 10 hoch. Positiv oder negativ? Ja, geh mal von der rechten Seite aus. Jetzt soll das Komma ja nach rechts verschoben werden, um da anzukommen. Also brauche ich natürlich eine positive Zahl. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um 6 Stellen muss ich es nach rechts verschieben und dann passt die Sache.